Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute die Pure and Shine Lipsticks von Essence vorstellen, die neu ins Sortiment gekommen sind. Sie sind alle sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schier, weil was bei Essence schier ist, das ist mega schier. Aber ich muss sagen, ich finde einzelne Farben wirklich toll. Die Nummer 1 und die Nummer 2 sind sich meiner Meinung nach ziemlich ähnlich. Aber wenn ich da entscheiden müsste, würde ich die zweite Farbe wählen. Ich zeige euch natürlich, wie ihr sehen könnt, einmal den Lippenstift so und meine normale Farbe sozusagen meiner Lippe und dann nochmal den Lippenstift aufgetragen, dass ihr das sehen könnt. Und eben daneben, wie fake er in Farbe aussieht. Also er ist ja wirklich viel knalliger als auf der Lippe. Ich muss aber sagen, im Großen und Ganzen sind diese Lippenstifte wirklich gut gelungen. Sie sind wirklich weich auf den Lippen. Man hat das Gefühl, man hat eine Pflege aufgetragen. Und für den Alltag, gerade fürs Büro oder ähnliches oder eben für wirklich starke Make-ups, ein absolutes Must-Have meiner Meinung nach. Natürlich ist nicht jede Farbe für jeden Mann geeignet und ich finde auch, dass es auf die natürliche Lippe ankommt, also um die natürliche Lippenfarbe natürlich. Und auf meiner Lippe gefallen mir tatsächlich so ein, zwei besonders gut und die anderen eher weniger. Deshalb kann ich sagen, wenn ihr sie halt ausprobieren wollt, dann sehr, sehr gerne. Ihr seht ja jetzt, wie es bei meiner Lippenfarbe wirkt. Und dann könnt ihr euch selber aussuchen, welche Farbe könnte euch gefallen, welche eher nicht. Genau aus diesem Grund habe ich es halt eben auf der Lippe aufgetragen und nicht auf dem Handrücken, weil ich finde, es wirkt nochmal ganz anders, wenn eine Lippenfarbe drunter ist. Alles in allem muss ich sagen, die Farben verlaufen nicht. Ich habe schon einige den Tag über getragen. Es ist ein super leichtes Handling. Man kann halt einfach im Bus, selbst wenn du schaukelt, sich die Lippe kurz nachziehen. Das ist wirklich richtig cool. Wie gesagt, es verläuft nicht. Kussecht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber dadurch, dass sie ja so schier sind, wird der Partner nicht unbedingt mit einer großen Lippenstift-Klatsche im Gesicht rumrennen sozusagen. Ja, was kann ich euch noch dazu sagen? Ich finde, dass zum Beispiel der Lippenpflegestift, der jetzt auch demnächst hier kommen wird, eigentlich vom Gefühl her eigentlich gleich ist. Also es gibt doch diese kleinen Lip Balms, wie man sie auch nennen möchte. Er kommt ja auch gleich, dann werdet ihr ihn sehen. Der jedenfalls ist für mich vom Effekt her genauso wie jetzt die Sheer and Shine Lips. Ja, hier ist er. Ich finde, dass der ein ähnliches Bild macht wie die Lippenstifte. Hier haben wir jetzt die Mini Sheer Lip Balms, die ich alles in allem wirklich mega gelungen finde. Also ich mag ja sowieso schon die von Astor total gerne. Ich habe eigentlich immer einen in irgendeiner Handtasche drin. Und daher werden diese drei auch in meine Handtaschen wandern. Denn egal zu welchem Look, die Farbe passt halt immer auf den Lippen, finde ich. Weil sie eben auch sehr, sehr schier sind. Ne? Also man darf das nicht vergessen. Zielgruppe sind ja natürlich die Jugendlichen. Und deshalb sollte da jetzt nicht unbedingt in der Schule der Mega-Lippenstift getragen werden. Dennoch finde ich gerade den roten, der macht einfach eine wunderschöne Farbe auf die Lippen und ist super pflegend. Ist ähnlich wie die Lippenstifte im Vorhinein. Und ja, man kann sich, glaube ich, da entscheiden, man muss nicht beide haben, also beide Varianten haben, sondern eben einen dieser Reihen. Ja, ich würde sagen, tolles Produkt, aber alles sehr, sehr schier im Herbst anscheinend. Hier haben wir dann die XXL Long Lasting oder XXXL Shine Lip Glosse. Und hier muss ich sagen, bin ich absolut verliebt in den einen. Bei den XXL Shine, ja, die haben halt einen mega Gloss. Das kann man nicht abstreiten. Ich finde den Applikator auch echt toll. Die Farbe, ich muss, ja, muss man sie haben? Ich glaube eher nicht. Aber wer auf diesen richtig glossy Lippen Look steht, der sollte sich jedenfalls einen davon holen. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber ich bin wirklich viel mehr der große Fan von dem roten Matten, der für mich überhaupt nicht matt ist. Und zwar kommt er jetzt. Er ist, also da steht halt absolut matt drauf und matt ist er für mich nicht. Der Applikator ist, ja, gewöhnungsbedürftig, finde ich jetzt gerade von der Konsistenz her. Aber es ist, lässt sich jetzt super auftragen. Und ihr seht, es ist nicht matt. Es ist eher so ein Seidenmatt-Finish. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Lippenstift. Also das ist meine Kaufempfehlung in der Kategorie Lippenstift. Hier seht ihr übrigens auch nochmal die kleinen Schächtelchen. Das sind Lipglosse. Die habe ich jetzt gar nicht geswatcht. Habe ich total vergessen. Aber hier sind die Neuheit, die es jetzt auch bei Catrice gegeben hat. Und ich bin aber mehr der Fan von der Essence-Reihe gerade. Das sind, die sehen aus wie Lippenstifte, sind aber Lipglosse, wenn man sie aufmacht. Ich zeige sie euch jetzt hier gerade im Handrücken einmal und jetzt seht ihr sie auf der Lippe und ich bin so verliebt. Also ich muss sagen, das Nude ist nicht unbedingt die Farbe schlechthin für meinen Hautton,
Aber dafür diese Farbe. Diese Farbe, die knallt so derbe. Das ist so eine Frühlingsfarbe für mich. Ich trage die jetzt auch die ganze Zeit schon im Sommer. Es ist einfach der absolute Hit. So, Mädels, nun möchte ich mich noch verabschieden und bedanken, dass ihr heute in das Video reingeschaut habt. Ich habe hoffentlich euren Geschmack getroffen. Ich war mir nicht sicher, wie ich die Produkte präsentieren möchte, aber ich fand, das war jetzt ein guter Weg, eben die Farben detailgerecht zeigen zu können. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet, ob es euch Spaß gemacht hat und ob ihr die anderen Kategorien auch gerne so sehen wollen würdet. Bis dahin wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und ich danke nochmal Essence für die Möglichkeit, diese Videos zu drehen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!